Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und ja, Part 2, wir waren ja beim letzten Mal hier, sind wir so ein bisschen in das Spiel eingestiegen und wir haben ja schon den Anfang mal so ein bisschen so gemacht und sind wir hier jetzt in diesem Akropolis Tower gelandet, wie quasi unsere erste Mission ist, sozusagen. Und ja, diesen Grafikbug da an der Seite und hier unten, den habe ich leider nicht wegbekommen. Keine Ahnung, woran das liegt, aber das ist, glaube ich, nur hier in diesem Bereich, wo sich das so spiegelt. Okay, Freunde, dann würde ich mal sagen, ich habe ja beim letzten Mal noch gar nicht die Magie erklärt, ne? Dann machen wir das jetzt mal, Freunde. Ich würde sagen, ich gehe mal ins Menü rein und erkläre ich mal die Magie. Genau, Freunde, hier in diesem Spiel gibt es ja Magie. Das heißt, wir haben oben Mana-Punkte und wir haben hier verschiedene Sachen. Also wir haben jetzt hier vier Kategorien. Feuer, Wasser, Erde, Luft oder Wind. Und jetzt haben wir hier so verschiedene Angriffszauber. Hier haben wir einmal diese Pyrokinesis. Das ist quasi ein Feuerball, den wir auf den Gegner schmeißen und der kriegt dann ordentlich Damage. Dieses Combustion verbrennt Gegner. Das hat so einen kreisförmigen Bereich vor uns, wo wir die Gegner dann verbrennen. Ist auch ein sehr, sehr cooler Zauber, Freunde. Sehen wir auch, was die verbrauchen, die Zauber. Das braucht zum Beispiel 14 Magiepunkte, Freunde. Heilung ist klar, glaube ich mal, ne? Ist klar, ja. Die heilt 30 Hitpoints. Hier, dieses Metabolism, Freunde. Das heilt unsere Zustandsveränderung. Wir werden in diesem Spiel definitiv mal blind werden, das weiß ich jetzt schon. Und dann ist es gut, wenn wir hier so einen Zauber haben. Ihr könnt ihn hier freisetzen. Mit EXP, die wir sammeln, Freunde. EXP bekommen wir nach jedem Kampf dazu. Und jetzt haben wir natürlich nicht genug, ist klar. Und wir kriegen Erfahrungspunkte und die können wir dann hier auf die Zauber verteilen. Das finde ich ein sehr geiles System, Freunde. Antibody, das ist quasi so ein kleines Schutzschild, dass wir weniger Damage kriegen von den Gegnern. Kann man einmal kurz zaubern und dann kriegen wir keinen Schaden mehr, also fast keinen. Energieshot, das stärkt unsere Waffe. Genau, das geht auf einen selber. Sieht man auch da in diesem Wirkungsbereich. Genau, dann haben wir hier noch Plasma. Das ist so eine, ja, wie will ich es nennen? So eine Schockwelle. Und das bringt die Gegner zum Hinfallen, sage ich mal so. Auch ziemlich nützlich. Und hier haben wir noch Nekrosis. Das ist ein Debuff, Freunde. Also das vergiftet die Gegner. Also so ein Gift quasi. Und ja, finde ich richtig interessant gemacht. Finde ich richtig interessant gemacht, Freunde. Aber die können wir jetzt noch nicht einsetzen. Die könnten wir, wenn wir Dreieck drücken, sehen wir hier Pyrokinesis, den Zauber. Den könnten wir, wenn wir oben links sehen, ne, mit den 8 Magiepunkten, könnten wir jetzt 30 zum Beispiel, 28, 24, 3 Stück machen. Dreimal. Und ja. Aber allerdings auch nach dem Kampf lädt sich die Magie wieder auf, also das Mana. Das passt schon soweit. Gut, dann würde ich sagen, so, gehen wir mal direkt hier durch die Tür rein. Was erwartet uns denn hier? Ah! Was zum... Holy shit. Großer Gott. Ach du Scheiße, ja, das ist ein bisschen heftig. Boah, schaut euch das mal an, Leute. Das ist so krass. Das ist krass. Na, seht ihr, jetzt ist der Bug minimal weg. Also der ist dann noch da hinten, aber das fällt fast nicht auf. Okay, Freunde. Das SWAT-Team? Der Geruch von Blut. Überall Leichen. Wie konnte das nur passieren? Buchstäbliche Totenstille. Ja, das ist schon richtig so. Ja, das ist schon richtig so. So, was machen wir denn jetzt hier noch? Gut, würde ich sagen, schauen wir uns mal die Leichen an. Dieser Grafikbug nervt ein bisschen. Aber, ja. Totenstille, okay, die sagt nichts dazu. Hier vorne ist ja auch noch einer, ne? Ich weiß, dass hier irgendeiner was hat. Das weiß ich noch, Freunde. So, was haben wir denn hier? Hier ist ja so ein Bildschirm. Die Karte. Eine Karte des Dachgeschosses, Freunde. Das ist also der Grundriss. Mal schauen, was das DPS sagt. Karte mit Select. Dann drücken wir doch mal Select.
Ah, schaut mal, jetzt haben wir hier die Karte von diesem ganzen, ja, ich sag's jetzt einfach mal Dungeon. Also von diesem ganzen Bereich hier, und wir sehen, der Bereich ist schon ein bisschen größer als das, was wir bis jetzt gesehen hatten. Aber auch nicht so groß, dass da jetzt hier, ne, dass wir jetzt da Angst kriegen müssten. Und ja, würde ich mal sagen, gehen wir hier wieder raus. Und gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Oh! Was ist das denn? Ist das ein Zombie? Oh, und die Cutscene ist... war ein Slowdown, okay. Alles klar. Mit X-Leiter... mit X-Treppen und Leitern hinauf und hinunter. Aber das Telefon... da würde ich sagen, gehen wir doch direkt mal dran. So. Ah, ist unser Chef. Okay, Baldwin. Agent Breyer? Hier spricht Baldwin. Sie sind also am Einsatzort. Was? Das SWAT-Team? Verstehe. Höchst ungewöhnlich, dass NMCs so wüten. Also an die Arbeit. Seien Sie aber vorsichtig. Jawohl, an diesem Telefon... warum habe ich jetzt hier wieder neue Datei? Hey, ich habe doch beim letzten Mal gespeichert. Egal, Freunde, ich arbeite am Ende des Parts immer mit Safe States. Genau. So, Speichervorgang beendet. Oh, und ich habe jetzt hier wieder komische Slowdowns. Okay, keine Ahnung warum. Naja, egal. Buchstäbliche Totenstille. Würde ich sagen, da ist noch eine Tür. Aber ich gehe erstmal hier runter. Schauen wir mal, was hier ist. Oh. Da liegt etwas auf der Bank. Welche Bank? Ah, Munikiste. Munikiste, Freunde. Hier, eine Munitionskiste voll mit 9mm Munition. Ich nehme mir welche. Hier halten sie unbegrenzt Munition. Zack, 500 Stück. Genau, Freunde, hier in diesem Spiel merken sich diese Kisten gut. Auf jeden Fall, ey. Das ist mega nice hier. In diesem Spiel gibt es unbegrenzt, wirklich unbegrenzt Munition. Zumindest von der Standardwaffe. So, was haben wir denn hier? Ah, Slowdowns. Okay. Keine Ahnung, warum ich jetzt hier Slowdowns habe, Leute. So, hat der Typ denn hier nichts? Ah, er ist noch warm. Medizin Level 2, Freunde. Schaut mal. Nein, 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 nimm das. So, Medizin Level 2 bekommen. Seht ihr das? Wieso wäre ich bloß früher gekommen? Ja, du machst dir Schuldgefühle, ne? Ah ja. Gut, der Typ da, der hat glaube ich nichts, ne? Hier dieser Typ da. Buchstäbliche Totenstille. Ne, ne. Okay, Freunde. Ja, wie gesagt, hier. Unbegrenzte Munition. In diesem Spiel, wenn man zweimal die Sachen drückt, ist auch interessant, dann kriegt man beim zweiten Mal drücken manchmal so ein nettes Item. So würde ich sagen, ja, gehen wir mal hier in die Tür rein. Schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. So, wieder ein Buggy, wieder ein buggiger Bereich hier. So, was haben wir denn hier? Fahrstühle. Okay. Oh, Freeze. Keine Bewegung. Nicht schießen. FBI. Sind sie verletzt? Oh ja. Nichts Ernstes. Ich bin okay. Ah, gut. Wo ist der Rest? Haben sie nicht gesehen? Sie sind alle tot. Verstehe. Hm. Da ist noch eine Frau, die evakuiert werden muss. So dumm, dass ich... Okay. Bitte kümmern Sie sich um sie. Alles klar. Sie muss nach einem Café sein. Schnell. So, da haben wir einen Café-Schlüssel erhalten, Freunde. Seien Sie vorsichtig. Jo, das werden wir sein. Oh, hier ist jetzt kein Bug. Doch, ein minimaler Bug, aber... So, beeilen Sie sich bitte. Alles klar. Ui, Cola. Ja, hier gibt es sehr viel Schleichwerbung in diesem Spiel. Cola zum Beispiel, Getränkeautomat. Nichts Außergewöhnliches. Ihre Kommentare sind aber so geil. So. Warum habe ich denn jetzt hier Slowdowns, verdammt nochmal?
Das war aber in der Testaufnahme auch nicht. Naja, egal. So, eine Nottreppe. Alles klar. Gut, eine Frau also. Kein Strom. Okay, dann geht der wahrscheinlich auch nicht, ne? Nur der Aufzug, wo wir reingekommen sind. Genau. Alles klar. Gut, dann gucken wir mal auf unsere schlaue Karte. Sehen? Da links. Da müssen wir hin. Würde ich mal sagen, Freunde. Machen wir uns mal auf den Weg dahin. Ja, schön, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei Parasite Eve 2. Freut mich sehr. Und ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Richtig gut. Richtig geiles Spiel. So, was haben wir denn hier? Oh, was ist das denn? Ach du Scheiße, Freunde, da ist irgendein Zombie da hinten. Oh, lauf schnell hin. Ah, Slowdown. Warum habe ich Slowdowns? So, und anvisieren. Bum, bum, genau. So, und Schießeier. So, und schieß. So, jetzt kann ich euch ja mal hier das hier zeigen. Schaut mal. Das ist doch interessant. Wir können jetzt hier die Magie einsetzen. In diesem kreisförmigen Bereich, in diesem grünen Bereich. Dann wird der Gegner getroffen und der Gegner steht genau drin. Das heißt, wir können ihm jetzt einen Feuerball in die Fresse schmeißen, dann würde ich sagen. Mache ich das mal. Zack. Und da ist er auch schon tot, der Gegner. Sehr schön. So, XP, BP, MP, passt. Ach du Scheiße, sieht gar nicht gut aus, Freunde. FBI, es wird alles gut. Seien Sie vorsichtig. Sind keine Menschen. Ja, der hat es nicht geschafft, natürlich, ne? Ja, es sind keine Menschen. Hm. Was hat das zu sagen, Freunde? Hat der noch irgendwas? Verdammt, er ist tot. Ja, ich weiß. Ich war zu spät. Ah, sie macht sich Vorwürfe. Ich war zu spät, okay. Ja, da haben wir das erstmal hier so ein Zombie gesehen, oder was das war. Auf jeden Fall sehr interessant. So, Café Parthenon. Moussaka, Gyros, Tarama, Salata, Souvlaki, griechische Spezialitäten. Oh, lecker. Griechisch ist immer gut. So, warum habe ich denn jetzt hier diese Slowdowns, verdammt nochmal? Ich muss da gleich nochmal was umstellen. So, was haben wir hier? Eine Pflanze, ja toll. Da drin sitzt jemand. Eine Frau, ja. Vermutlich eine Zivilistin. Was macht sie eigentlich noch hier? Ja, stimmt, ne? Die wurden ja alle evakuiert eigentlich. Gibt's hier noch was zu essen? Ja, alles angucken hier in diesem Spiel. Was für eine Sauerei. Die Leute müssen es sehr eilig gehabt haben. Ja, das kann schon sein. Reste von Sandwiches liegen zerstreut herum. Nee, 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 noch nicht mehr aufgegessen hier. Na ja, gut, Freunde, ich würde mal sagen, ich muss sie rausholen. Alles klar, Freunde, würde ich mal sagen. Gehen wir mal hier rein. Kaffeeschlüssel benutzt und Schloss entriegelt. Dann gehen wir mal rein. Jetzt kommt eine richtig geile Cutscene, Freunde. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Oh, schaut mal hier. Da ist die Frau schon. Okay. Sind sie okay? Ich bin vom FBI. Hier ist es zu gefährlich. Kommen Sie bitte mit. Oh. Ja, Freunde. Stellt euch auf eine sehr heftige Cutscene ein. Das war doch krass, Freunde, oder? Ja,
Unsere Frau hat sich in ein Monster verwandelt. Ja, das ist so. So, dann schmeiß dir mal Pyrokinese in die Fresse und lauf mal weg hier. Komm, lauf mal weg, der fällt nämlich nicht um. So, ich habe hier nämlich eine Taktik und zwar einfach hier hinter diesen Tisch. So, dann Viereck und weiter drauf schießen. So, schießt Ruf da. Mach den kaputt. Los. Nimm mal hier noch so einen Zauber hier. So, zack. Das war's schon. Geil. Boah, sieht der eklig aus, ey. Ach du Scheiße, schau euch das Ding mal an, ey. Da habt ihr schon mal so einen Einblick bekommen, was wir hier, womit wir hier zu tun haben. So. Battle Result, XP 300, BP 300. Genau, BP sind ja für die Waffen kaufen später. XP sind Erfahrungspunkte für unsere Zauber und MP Magiepunkte. Also Mana. Und eine Medizin Level 2. Wir kriegen auch immer, je nach Kampf, ein Item danach. Gut, dann würde ich schon mal sagen, gibt es hier noch irgendwas für uns? Nee, ich glaube, wir müssen das Fieder untersuchen. Ach, einen Moment mal, Freunde. Das mit den Slowdowns, das nervt mich jetzt aber schon. Ich würde mal sagen, wir sehen uns gleich wieder. Eine Sekunde. Ja, los zusammen, da bin ich wieder. ja, ich habe jetzt einfach mal das Plugin gewechselt und die Auflösung mal ein bisschen geändert. Mal gucken, ob das jetzt geholfen hat hier. Was liegt denn da für eine Zeitung? Ein Wissenschaftsmagazin. Ein Spezialbericht über Mitochondrien. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich das mal mit, ne? Das können wir uns auch angucken. Würde ich sagen, machen wir das mal hier. Bei Key Item haben wir hier dieses Wissenschaftsmagazin, Freunde. Ich lese das jetzt vor. Für alle, die es nicht interessiert, können ja ein bisschen vorspulen. Aber ich finde doch, dass das alles zur Story gehört hier. Ja, würde ich sagen, fangen wir einmal an. Mendel, Wissenschaft für alle. Hier finden sich Theorien in der Genforschung. Für den Laien steht auch ein Lexikon zur Verfügung. Die Sonderberichte, die Mammutrepopalatan, das Human-Genom-Projekt, alles über Mitochondrien, Genmedizin heute, die Zukunft von Organklonen. Aha. Lexikon. Mitochondrien. Ein Kleinorganismus, der sich im Zellkern befindet und nicht zur Familie der Bakterien gehört. Die Theorie, dass Mitochondrien früher eigenständige Wesen waren, ist heute weltweit anerkannt. Nach Professor Maedas Theorie ließen sich die Mitochondrien absichtlich vom Zellkern absorbieren. Ihre Aufgabe besteht darin, das ATP, nämlich die Energiequelle für die Zelle, zu erzeugen. Gen, das bestimmende Element im Erbgut. Abschnitte innerhalb der DNS, die die Zellarchitektur bilden. DNS, der Träger der Erbinformation. Durch Anordnung von Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin können Informationen gespeichert werden. Manhattan-Vorfall. Der Vorfall, der Ende 1997 in Manhattan eine Massenhysterie auslöste und zur Schließung des gesamten Stadtteils führte. Die US-Marine beendete die Krise. Die Zahl der Opfer und Vermissten betrug 1287. Offiziell hieß es, dass dieser Anschlag durch künstliche Viren verursacht wurde, oh Corona, die Dr. Hans Kramp in Umlauf brachte. Man munkelte jedoch, dass die Regierung noch wichtige Informationen zurückhält. Die NYPD-Beamtin Aya Breyer, das sind wir, yay, die wesentlich zur Klärung des Falls beitrug, wurde der Mittäterschaft bezichtigt, da sie einst von Dr. Kramp behandelt worden war. Vector, auch Klonträger. Das Verfahren, wodurch ein Teil der DNS in Zellen übertragen wird. In der Genforschung wendet man sie für die Umstrukturierung von Erbinformationen an. Meine Güte, Freunde, das ist ganz schön interessant hier, ganz schön biologielastig. So, dann schauen wir uns den hier mal an. Was ist denn mit dem? Diese Sorte sehe ich zum ersten Mal. Da ist etwas im Kopf implantiert. Aha. Elektroteil, okay. Ein Sender oder so. Gut. Ah, ich sehe schon, komm. Der geht raus und... Ja, ja. Der steht auf. Nein. Ja, okay. Runter. Boom. Guter Schuss.
klar. Natürlich. Meine sauer verdienten BPs. Du kannst sie behalten. Wir haben es wohl mit einer neuen Spezies zu tun. Das ist der Rupert. Sie war als Frau getarnt. Als Frau? Ja. Ein SWAT-Beamter hat mich, sie zu evakuieren. Sorry, dass ich gestört habe. Geil. Was macht der denn? Hinten sind noch mehr. Alleine schaffen wir es wohl nicht. Ah ja, ruf Baldwin an. Der hat das ausgelacht. Ach du Scheiße. Geht in Ordnung. Der hat uns einfach so ausgelacht, ey. Ist ja wohl nicht wahr, ey. Oh, jetzt geht's erst richtig los hier. Schöne Mucke. Hier gibt's nichts, nee, nee. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir Baldwin anrufen. Ah, Gegner. Jawohl. Bisschen kämpfen, Freunde. Und zack. Sehr schön. So. Okay. Ah, ich drücke immer hier diesen Einzelschuss. Ah, ja, man muss ja auch ein bisschen ausweichen. Ach Gott. Ich will nämlich nicht getroffen werden von denen. Hä? Lad doch nach hier. Achso. Ja, die Steuerung, damit muss ich mich noch mal ein bisschen, ja, arrangieren mit. So, okay. Der eine liegt auf jeden Fall schon mal. So, dann nimm den noch. Und dem anderen, den schmeißt du jetzt mal eine Pyro... Ah, der will springen, ja? Seht ihr das? Die trifft nämlich eben nicht immer. Die Pyrokinese soll jetzt zack. Sehr gut, Freunde. Sehr schön. Oh, ist das geil. Diese Kämpfe hier, richtig gut. So, das war's, Freunde. Das war's. So. Item erhalten. Wie wir oben rechts gesehen haben, wir haben so ein kleines Radar hier. Mace, ah, cool. Kleines Radar oben rechts, wenn ein Kampf da ist. Das zeigt die Gegner an, quasi. Gut, da würde ich mal sagen, gucken wir mal auf die Karte. Oh. Jetzt sehen wir hier einen roten Bereich, Freunde. Rote Bereiche in diesem Spiel. Da sind Gegner. Das heißt, da können wir später farmen. Oder weißt du was? Ich probiere es einfach nochmal da reinzugehen. Ja, warum denn nicht? Ah. Nee, der hat noch zu tun, okay. Ich verstehe schon. Ja. Der Rupert packt das schon. Ich hole lieber Verstärkung, okay. Alles klar. Cool. Oh, was mir jetzt gerade noch so auffällt, Freunde. Nein, das war die falsche Taste. Was mir gerade mal so auffällt, wir haben hier in den Attachments... Ja, doch, das passt schon so. Ich würde gerne das Mace mitnehmen. Hier können wir jetzt nämlich entweder benutzen, verschieben und entsorgen. Ah, die... Ach Gott, die Ruckler sind immer noch da. So, wir könnten das jetzt hier austauschen mit der Munition zum Beispiel. Ich lade nämlich nicht manuell nach. Das macht keinen Sinn, Freunde. Gut. Gut, dann mach das mal so. Und ja. Da würde ich sagen, kann man hier noch weiter? Hier ist eine Tür. Abgeschlossen. Ah, okay. Alles klar, dann geht das nicht. Gut. Dann gehen wir wieder hier hoch. So, Leute. Ja, freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid bei Parasite Eve 2, dem neuen Projekt. Ich spiele das an einem Freitagabend, direkt nach dem Voting. Und ja, ich kann es kaum abwarten auf dieses Spiel. Das ist richtig geil, Freunde. Richtig geil. So, hier ist das Telefon. Ja, eine Spezies, die sich tarnt. Verstärkung kann ich leider nicht schicken. Sie sind alle im Einsatz. Ich habe eine Idee. Benutzen Sie die Waffen, die herumliegen. Sie haben die Erlaubnis. Cool. Pierce möchte mit Ihnen sprechen. Alle Wetter. Was? NMCs, die sich als Menschen tarnen? Verlier dieses Elektroteil nicht. Bring's mir zurück. Und sei vorsichtig. Und dann würde ich sagen, speichern wir das auch mal direkt. Warum kommt hier immer neue Datei? Das verstehe ich nicht. Ja, dann erstell halt eine, komm. Speichervorgang gestartet. Gut. Speichervorgang beendet. Das muss doch jetzt funktionieren hier mit dem Speichern, oder? Da muss doch jetzt ein Speicherplatz sein.
Ja, okay. Aha, alles klar. Nö, dann gehen wir da raus. Gut, Verstärkung kriegen wir keine, Leute. Jetzt ist da in dem Bereich auch wieder rot, aber ich gucke jetzt erstmal, was hier in dem anderen Bereich noch ist, wo wir noch nicht waren. Das könnte interessant werden, Freunde. Geh mal hier runter. Jo. Aha, seht ihr das? Da sind schon wieder so Biester. So, dann wollen wir mal. Und dann, zack. Ah, habt ihr das gesehen? Wenn wir die von hinten anschießen, kriegen die mehr Schaden, weil es gibt quasi auch so, so kritische Treffer hier, also so Krits. Genau. So, da kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Genau, die haben jetzt gerade einen Critical Shot abbekommen von uns. Oh, und was ist das denn für einer? Der sieht nicht gut aus, Freunde. Die Polyacrylweste völlig zerrissen. Was für eine immense Kraft. Ja, ich glaube, der hat aber was. Wenn wir uns da mal ein zweites Mal umsehen. Seht ihr? Da liegt was. Gegengift. Schaut mal. Das haben wir jetzt nur gesehen, weil wir da zweimal drauf gedrückt haben. Ja, man muss hier aufpassen in diesem Spiel. Eine Rolltreppe. Eine automatische Tür. Sie reagiert nicht. Wahrscheinlich kein Strom. Ja, Sherlock. Ich muss wohl irgendwo den Strom einschalten. Alles klar, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt noch, was hier ist. Hier ist ja noch so eine Tür. Genau hier. Tür ist offen. Ah, okay. Cool, hier können wir rein. Aha. Ah, ich kann mich erinnern. Ich kann mich erinnern, Freunde. Hier gibt's so ein Secret. Schaut mal hier, hier ist so eine Lücke in dieser Wand. Die Blätter sind rot gefärbt. Eine Krankheit vielleicht? Ein Weg führt nach hinten. Seht ihr das? Und wenn wir jetzt nochmal X drücken, schaut mal. Da können wir rein. Und hier in diesem Bereich liegt eine Munitionskiste. Aber da ist keine Munition drin, sondern ein SWAT-Behälter. Ist was drin? Kapsel. Was? Dann gucken wir doch mal im Menü. Falsch. Im Menü, was das denn für Kapseln sind. So, Wahnsinn. Hier, Kapseln. Protein, Bindemittel für Eiweiß, volle HP plus 5 HP Max. Ich würde sagen, Freunde, das ist eine Vollheilung und Max HP. Richtig. Das nehme ich direkt. So, benutzen. So, maximaler HP-Wert gestiegen. Geil, jetzt haben wir 115 statt 110 HP. Schaut mal um. Richtig gut. Ja, es könnte jetzt ein bisschen Verschwendung sein, dass ich das schon benutzt habe, obwohl meine HPs noch voll waren. Aber, Freunde, das ist mir gerade ein bisschen egal, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Hier ist so ein Brunnen, okay? Brunnen des Poseidon. Ja, gibt's hier noch was? Da ist doch Blut. Hier sind Blutspuren, ja, genau. Ich wollte schon sagen, Leute. Wasser liegt was. Ja, was denn? Ich kann es nicht erkennen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen später... Ah, Münzen auf der Skulptur. Soll wohl Glück bringen. Ja, das weiß ich nicht, ob das Glück bringt. Müssen wir später wohl das Wasser abstellen. So, Moment mal. Auf der anderen Seite. Genau, das können wir ja aufmachen, ne? Dann würde ich sagen, mache ich das da drüben einfach mal auf. Aber ohne rauszugehen, ja? Schloss entriegelt. Ah, sie geht doch raus, okay. Dann würde ich sagen... Oh, was ist denn hier los? Das ist aber was anderes jetzt. Ja. Was haben wir denn da? Oh, ich sehe da irgendwas fliegen. Mach mal einen Kampf, komm. Zack. So. Das sind so Motten. Das sind so Motten, Freunde. Da gehe ich mal in meine Attachments rein. Ja. Nee, das nächste. Nee, da gibt es später ein anderes Item gegen die. Dann würde ich sagen, schieß einfach. So. Und dann haben wir hier die. Genau. Das sind so Ratten. Okay, krass. Ratten und Motten. Okay. Sehr ekelig auf jeden Fall. Wo ist die andere Ratte? Seht ihr das da oben links? Da ist jetzt dieser gelbe Punkt. Und der zeigt den Gegner an, wo der ist. Zack. Seht ihr das? Das war schon mit diesen Dingern hier.
Okay, gut, Leute. Ja, richtig geil gemacht, das Spiel. Also, wirklich. Gut, Freunde, würde ich sagen, gehen wir mal wieder hier zurück. Und wir waren ja dann... Wir haben ja noch eine Auswahl hier gehabt, ne? Genau, hier diese Tür. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier rein. Ach du Kacke, ganz viele Ratten. Okay. Ja, mach die mal kaputt, Alter. Dann mach die mal kaputt da. So. Aha. Gibt es hier noch welche? Noch mehr? Dann lad mal nach, bitte. So. Cool. Da haben wir die. Alles klar. Ja, alles klar, Freunde. Wir sacken immer mehr Erfahrung ein. Ah ja, okay. Ja, Freunde, meine Uhr ist gerade angegangen. Und ja, dann würde ich sagen, Freunde, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich würde dann jetzt erstmal sagen, ich würde dann erstmal Schluss machen und das zusammenschneiden. Und dann hoffe ich doch, dass euch das sehr gefallen hat, das Let's Play, dieser Part. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Tschüss.